So, weiter geht's. Wir müssen nun also... Ja, zum Itachi... Itachi Hideout, genau. Ushia Hideout. Are you ready? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie mein Energiestand ist. Ach, hör auf zu singen hier. Ich will nicht... Ja gut, meine Energie ist voll. Das heißt, ich kann gehen. Itachi, kono ore no nikushimi o misete ya. Tappuri to na. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir Itachi nun gewachsen sind. Denn sein Schattendoppelgänger hat uns ja auch schon ganz gut zugesetzt. So ist ja nicht. Also der ist auf jeden Fall eine harte Nuss. Misa, ich bin nicht so gut. Ja, leider wird es kein nächstes Mal geben. Oder besser, gab es kein nächstes Mal. それから夢なんて言葉で終わらす気はないが野望は一族の復興とある男を必ず殺すことだ。 Da war Sasuke noch im Dorf. In Konoha. Was meint ihr? Kommt Sasuke wohl jemals nach Konoha zurück? Oder ist er für immer verloren? In der Dunkelheit. Wow, sieht hier ziemlich katastrophal aus. Hier wurde wohl schon ordentlich gekämpft. Sasuke. あんたとの因縁ここで断ち切る。随分と力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。その前に、あんたに一つ聞いておきたいことがある。今更何が知りたい？あの夜。 内派一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか。なぜそう思う？いくらあんたでも一族すべてを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰が、誰があんたに協力した？ うちはマダラだ。うちはマダラ。この葉が来る創設者の一人、俺の相棒であり、師であり、不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。ざれ言はやめろ。 人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし、知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい？マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前は お前の目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがな、
そんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている？今の俺のこの目に見えているもの、イタチ、あんたの死に様だ。So, so, große Worte. Dann lassen wir diesen doch mal Taten folgen. Dieser Kampf wird nämlich diesmal garantiert noch eine ganze Ecke krasser und schwerer als der zuvor. Denn nun kämpft Itachi natürlich mit kompletter Kraft. Ja, und wieder können wir unser Ultimate Jutsu nicht anwenden. Und auch Awakening ist natürlich nicht verfügbar. Gegner ist gegen alle Statuseffekte immun. Ja, ihr seht schon, Itachi hat ein bisschen mehr Energie als Sasuke. Ich verfüge natürlich nur über zwei Leisten. Hingegen Itachi über... Oh, er hat hellblau. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das heißt, dass er 5 hat oder ob das 6 sind. Daran erinnere ich mich leider nicht mehr genau. Ich glaube aber, dass es 5 sind. Shit. Ist mir ja noch nie aufgefallen, dass diese Gegenstände manchmal in der Wand hängen bleiben. Trottel. Schön in die Riesenbombe gerannt. So, nun wird's interessant. Sehr schön. Das haben wir ihn erstmal zurückgepustet. Jetzt wird's richtig hässlich. Amaterasu ist echt böse. Was es auch trifft, es brennt für immer. Es ist ein unlöschbares Feuer. Da war ich aber ziemlich langsam. Hamster. Da geht Itachi wieder eine Energieleiste flöten. Aber Amaterasu brennt noch immer. Tja, er hat aber seine Rüstung. Sein stärkstes Rüstung. これが俺の切り札。サノオ。スサノオだと。スワノオ。サスケ vs Itachi watching out for the movement of the Sasano Suano's focus your attacks on Itachi. Half-hearted attacks won't work. Instead, get close and attack over and pull until you see the path of victory. Okay. Ja, also, halbherzige Attacken werden nicht funktionieren. Oh shit, ich hab Ordnung gehabt. Also, ich glaube, jetzt gerade kann ich nicht angreifen. Zumindest nicht großartig. Oh, ich sollte verschwinden. Glück gehabt. Aber das klappt ja schon mal ganz gut.
Okay, nun brauche ich gerade gar nicht mehr angreifen. Oh. So, aber nun. Ups, was war das denn? Okay, das hat nicht so ganz geklappt, nicht so wie ich mir vorgestellt habe. Aber jetzt. Ja, ich war eben leider zu weit weg. Ich bin genau vor ihm zum Stehen gekommen. Woraufhin mein Defense-Brecher sozusagen nicht durchgekommen ist. Und schmeißt da wieder ein paar Steine. Okay, ich sollte besser auf den Stand gehen. Eieiei. Uiuiui. Okay, wie man diesen Skill noch ausweicht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich da ausweichen muss, um wieder ranzukommen. Und um ihn wieder eine zu verpassen. Und wieder werden seine Rüstung ihn alles ab. Oh, ich wäre fast schon wieder rangestürmt. Das wäre aber ein bisschen voreilig gewesen. Oh oh. Shit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich diesem Skill ausweichen kann. Wenn mir das einer sagen kann, wäre das echt cool. Ich würde es gerne wissen. Wäre zumindest mal nicht schlecht. Komm, 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 weiter. Okay, nächste Stufe seiner Rüstung. Oh oh. Wow. Anstatt zur Seite auszuweichen, ich der Länge nach. Ja. Orochimaru. Er ist also immer noch irgendwo in Sasuke am Leben. Wer hätte das gedacht? Da ist er. Jawohl, den Siegfaktor habe ich nun also auch. Schneller, schneller, schneller. Oh, wenigstens geschafft. Wow. Und damit ist Orochimaru nun endgültig Geschichte. Denn er wird in das Fläschchen gesaugt. Und ist somit wohl verbannt. Sasuke. Kore de omae no me wa ore no mono da. Nani itte agaru? Itachi will die Augen von Sasuke, weil seine ja durch das Mangekyo Sharingan komplett erblindet sind. Itachi treibt uns immer weiter zurück. Und Sasuke kann nicht mal mehr laufen.
Ich habe auch keine Shurikens. Chakra. Ist auch Ende. Ich kann nichts tun, außer zurückzuweichen und zu schauen, was Itachi nun vorhat. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn unser Team hier wäre, um uns zu helfen. Aber dem ist ja nun mal leider nicht so. Es ist so schade, dass man nicht weiß, was Itachi da gerade gesagt hat zu Sasuke. Denn das sind wirklich wichtige Worte gewesen. Denn Itachi hat Sasuke bis in den Tod oder bis zu seinem Tod wie einen oder wie seinen wirklichen Bruder geliebt. Und am Ende war Itachi der Bruder gewesen, der er sein sollte. Und somit gibt es nur noch einen einzigen offiziellen Uchiha. Oder offiziell nur noch einen Uchiha. Ob Sasukes Rachegelüste nun wohl befriedigt sind? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ob das wirklich so toll ist, wenn man seinen eigenen Bruder umbringen muss oder umbringt. Aber das hat er ja hoffentlich vorher gewusst.